Grüß euch bei der FarmDoc Videoanleitung. Heute zeige ich, wie man einen FarmDoc Account bekommt und wie man von FarmDoc Pflanzenschutz upgradet auf die Basisversion. Öffnet dazu euren bevorzugten Webbrowser, zum Beispiel Google Chrome oder Mozilla Firefox, und gebt in der Adressleiste www.farmdoc.com ein. Ihr kommt dann auf unsere Webpage. Hier in der grauen Leiste findet ihr gleich starten. Wenn ihr euch vorab etwas über unsere Produkte informieren wollt, geht hier auf Produkte. Ihr findet auch da die gleich starten Taste. Egal ob ihr schon eine Pflanzenschutzlizenz habt oder nicht, wählt hier links das gewünschte Produkt aus. In unserem Beispiel erwerben wir FarmDoc für ein Jahr und nehmen damit das Einführungsangebot um 1 Euro pro Hektar jährlich in Anspruch. Vergesst nicht, eure Betriebsgröße in Hektar zu wählen. Wenn ihr noch nicht registriert seid, also noch keine Pflanzenschutzlizenz habt, drückt hier auf Weiter. Auf der nächsten Seite müsst ihr dann eure Registrierungsinformationen eingeben. Die Registrierung schließt mit der Freischaltung eures Betriebs ab. Ihr bekommt dazu eine E-Mail zugesendet mit einem Link drin. Wenn ihr den Link gedrückt habt, ist euer Betrieb freigeschalten. Das haben wir in unserem Beispiel schon gemacht und drücken deshalb "Ich bin bereits Kunde" weiter. Mit eurer E-Mail-Adresse habt ihr bei eurer Registrierung euren Benutzernamen gewählt. Gebt diesen Benutzernamen hier ein. In unserem Beispiel ist das support@farmdoc.com und gebt euer Passwort ein. Wenn ihr euer Passwort vergessen habt, ist das kein Problem. Ihr findet hier Passwort vergessen. Damit kommt ihr auf eine Seite, auf der ihr wieder eure E-Mail-Adresse eingebt und euer Passwort neu wählen könnt. Dazu bekommt ihr eine E-Mail zugesendet mit einem Link drin. Ein kleiner Tipp: drückt hier mit der rechten Maustaste in einen neuen Tab öffnen, damit ihr anschließend, nachdem ihr das neue Passwort gewählt habt, nicht alle Schritte hier nochmal durchgehen müsst. So, wir geben jetzt unser Passwort hier ein und drücken Einloggen. Ihr könnt hier den gewünschten Betrieb, den ihr upgraden wollt, auswählen. In unserem Beispiel haben wir hier mehrere Betriebe. Das wird in eurem Fall nur einer sein. Wir wählen hier den FarmDoc Musterbetrieb und drücken Weiter. Auf dieser Seite habt ihr Gelegenheit, eure Zahlungsinformationen nochmal zu prüfen, also das gewählte Lizenzpaket, den Betrieb, den Rechnungsempfänger. Diese Daten könnt ihr durch die darunterliegenden Tasten auch noch ändern. Der Betrag und die Zahlungsart. Wir bieten hier Kreditkarte, also Visa oder Mastercard, oder die Bezahlung über Einzugsermächtigung, also SEPA-Lastschrift, an. Wir wählen hier die Kreditkarte. Ihr werdet über eine sichere Verbindung zur Zahlungsabwicklung weitergeleitet und gebeten, eure Kreditkartendaten bzw. eure Kontodaten einzugeben, um die Bezahlung abzuschließen. Das mache ich jetzt mal, ohne dass ihr mir dabei zuseht. So, das Upgrade ist abgeschlossen. Wir können nun direkt zu FarmDoc wechseln. Ich wünsche euch viel Spaß mit FarmDoc und bis zum nächsten Mal.